Der größte Anfängerfehler beim Brustschwimmen. Ja, zeig mal. Boah. Aufwärmen vorbei. Wie kann ich jetzt den größten Fehler vermeiden? Beim Brustschwimmen meinst du? Ja, beim Brustschwimmen, ja. Es geht vor allem dabei um die Öffnung der Beine. Du hast ja so einen Froschbeinschlag sozusagen. Der darf weder zu groß noch zu klein sein, um genau so ein Mittelding zu treffen. Weil zu groß verlierst du einfach so viel Spannung beim Schlagen sozusagen. Wenn du zu klein bist, hast du kaum Vortrieb. Das heißt, man muss genau den perfekten Mittelweg zwischen für dich finden, auch einfach zwischen zu weit und zu schmal. Ich brauche jetzt aber auch eine Übung, damit ich das umsetzen kann. Was soll ich machen? Die Übung wäre, du stehst halt schon hervor an der Wand auf. Okay. Da vorne irgendwie so festzuhalten. Wie so ein Wal, ja? Ja. Pöppes hoch. Und dann nur mal wirklich den Brustbeinschlag zu üben und da so ein bisschen Gefühl zu haben, dass die Knie so ungefähr schulterbreit aussehen. Ähnlich wie man also nicht so? Das ist zum Beispiel viel zu weit. Ich muss mal ein bisschen weiter rein. Aber so, so wäre zu breit. Immer noch. Ein bisschen schmaler. Da kommen wir jetzt ungefähr hin. Ein bisschen mehr als schulterbreit zu öffnen komplett. Meine Schulter. So? So oder so? So ist gut. So. So. Es geht dann ja auch darum, den Unterschenkel, also Schienbein und Wade, auch vernünftig rauszudrehen und zusammenzuschlagen. Ja, wenn ich das jetzt richtig mache, dann lande ich gleich oben, ne? Ja, du kannst dich ja festhalten, ja, genau. So. Ja. Und dann halt. Also ich muss auch nach außen drehen, meine Füße, gell? Nach außen drehen, nach unten treten. Du sitzt jetzt quasi am Wasser entlang, nach unten zu treten, weil du ja nach vorne kommen willst. Genau. Alles klar. In Move. Mal einmal jetzt her. Ich hab das schon raus. Du hast es schon raus? Ja, dann zeig doch mal. Du könntest die Beine noch ein bisschen mehr anziehen. Pöppes, genau, richtig hoch zum Pöppes. Das ist natürlich schwierig, immer nicht klar. Okay. Aber schon so weit, es geht quasi hoch und dann von da vernünftig rausrücken. Okay, ist aber Tipp Nummer 2, gell? 2-1. Du hast direkt so ein bisschen gesehen, auch dass es mehr Schwung hinter ist, dass ein bisschen mehr Dynamik an den Beinen ist, weil ein bisschen schneller vorwärts kommt einfach. So, ihr seht, die Leiden gehen hier los, Trainingsende. Wir machen jetzt auch Feierabend und ich hoffe, ihr könnt es auch mal üben.